Hallo, mein Name ist Ralf Buchner und das ist der UP-Walkthrough für die März-Ausgabe 2020. Und auf der März-Ausgabe 2020 ist Anna Zwerenz, die sagt, let's talk about Zertifikate abschaffen. Zertifikate abschaffen, Zertifikate sind dieser Anachronismus in der Physiotherapie, wo man für mehr Ausbildung, manchmal mehr, aber auch oft weniger Geld bekommt. Und in der Summe 90 Millionen verlieren Physiotherapeuten in diesem Jahr, weil sie Zertifikatspositionen haben. Ein guter Grund, das abzuschaffen, findet nicht nur Anna Zwerenz, sondern finde ich, finde Claudia Kemper und so weiter und so fort. Steht alles drin, kann man nachlesen. Was haben wir noch? Eine neue Serie zum Thema Heilmittelrichtlinie, Neufassung. Unbedingt nachlesen, kann man gut nutzen. Wir berichten über die Diskussion zur Blanko-Verordnung auf der Therapro mit Metke, dem Chef der KV Baden-Württemberg. Wir berichten darüber, dass Spahn einen weiteren Gesetzesentwurf vorgelegt hat zum Thema elektronischen Patientenakte, in der Physiotherapeuten Rechte eingeräumt werden, diese elektronischen Patientenakte mit zu pflegen und zu nutzen. Wir berichten über Therapeuten, die Bauchschmerzen haben mit dem Datenschutz bei der elektronischen Patientenakte. Und wir haben einen sehr spannenden Bericht eines Kollegen, der im Hospiz arbeitet und eine ganz andere Sichtweise auf die Arbeit mit seinen Patienten schildert. Das Ganze ist untermalt von Rechtstipps, zum Beispiel Übergangsgeld für Selbstständige und aktuellen Gerichtsurteilen. Also gleich lesen. Es gibt die UP-Therapiemanagement-Ausgaben, in diesem Monat noch für alle kostenlos. UP-Logo, UP-Ergo, UP-Physio. Das war ja letzten Monat zum ersten Mal drin. Vielen Dank für die tollen Rückmeldungen. Gibt es diesmal noch und ab Mai muss man es abonniert haben. Und apropos Abonnement, wir sehen uns zum Netzwerktreffen in Berlin und in Nürnberg. Und das würde mich total freuen, weil das wird spannend. 20 tolle Vorträge, unbedingt anmelden. Und jetzt sage ich Tschüss und viel Spaß beim Lesen.